Round one. Ach, ja, super, mein Teammitglied haut mal wieder ab. Hier wieder allein gegen zwei. What the fuck? Ist das weglaufen oder was? Wieso, es geht doch auf alles ohne Rache. Es geht doch auch alles ohne Rache. Gegen Centurio geht das, ist es so. Die sind halt so vorhersehbar halt. Entweder die machen einen Schlag oder den Tritt. Und wenn die den Tritt machen, du machst einfach dieses Dings hier vom Orochi, du triffst einfach immer. Weil man immer genau weiß, das kommt jetzt, dann kannst du mal den Schlag machen. Lol. Ich glaube, ich bin gar nicht getroffen worden. Es ging lieber weg. Vielleicht sind die bestimmt sauer und gehen zu zweit auf mich. Round 3. What? Okay, nehme ich ihn mit denen. Mann, was soll ich das parieren? Jetzt bin ich tot. Na, pariert wieder versaut. Zweimal parieren versauen und dann bist du halt tot. Jetzt freut er sich. Der Kriegsfürst hat echt verloren gegen den Bot. Naja, kann passieren. Oder ist er ins Wasser gefallen? Ne, da liegt er. Ist nicht ins Wasser. Er belebt den. Der Bot unterbricht die aber nicht beim Beleben. Er macht auch keine Rache an. Der Bot. Oh, der Centurio ist so tot. Er macht auch keine Rache an. So siehst du sogar die Bots sind so programmiert. Die haben Benehmen. Round 4.
dass sie was senden. Gott sei Dank hat er mich nicht ins Wasser geschubst, als er gerade den Guardbreak hingekriegt hat. Oh, wir haben noch gewonnen. Oder was heißt wir? Ich fahre die ganze Runde alleine gegen mit einem Bot. 6-1, ey. Anfängerglück mit Orochi darf auch mal sein. Auch mehr Centurios als Gegner, wenn ich Orochi spiele. Gib mir mehr Centurios. Oh, gehen die raus. Wie kommt das nur? So, jetzt sind genau sechs Stunden rum, was das Stream angeht. 7:30 gleich mal. Haben wir wieder durchgezogen den Tag. Ach, Shinobi. Ah, das ist der gleiche Kriegsfürst. Aber Ruhm 12 Shinobi, Mann. War. Der Shinobi ist tot. Yay. Machen wir Party. Round 2. Was? Welches Ruhm ist der? 12. Nein! Mann! Wieso hat denn jetzt die Valkyrie gegen den Kriegsfürst bitte verloren? Der hat doch noch volles Leben. Was hat die Valkyrie denn gemacht? Der Kriegsfürst ist doch nicht so eingespielt. Also Valkyrie, also einfach mal leichte Angriffe raushauen ohne Ende. Klatsch, klatsch, klatsch. Flatsch, flatsch, flatsch muss das machen. Okay.
Rennt er schon wieder weg. Victory. That was nobly done. Round four. Wenn man nicht weiter weiß, einfach mal hacken als Shinobi. Schnelle, schnelle Schläge raushacken. Jawohl, da schreit er wow wow, der Shinobi, ja. Du musst gar nichts sagen als Shinobi. War noch eine schöne Runde, eigentlich. Na, geht einer raus. Der Kriegsbürst ist rausgegangen. So, ich glaube aber, das ist jetzt die letzte Runde, das letzte Duell, dann bin ich raus. Ich habe langsam ein bisschen Hunger nach 6 Stunden Stream. Dann muss ich noch Videos hochladen für heute, also heute Abend. Die nächsten Let's Play-Folgen für morgen, Mass Effect und God of War und so. Und ein For Honor-Video muss ich auch noch aufnehmen, weil Diablo jetzt vorbei ist. Bin ich ja durch mit. Okay, was haben wir denn hier? Oh Gott, ey. Hohe Leute. Eroberer auch noch. Und das in der letzten Runde. The Game of Free. Hallo, moin. Kommt gerade zur letzten Runde rein. Eieiei. Ruhm 8 und Ruhm 9. Eroberer. Friedenshüterin. Das Bett nicht. Dann macht einfach Schildstoß dafür. Weg von der Wand. Zerlegt, die Friedenshüterin. Weil Glück gehabt. Round 2. Sieh!
Na, was jetzt? Mach halt nochmal den Sprung, ey. Echt, echt, echt mal. Dankeschön, ey. Das sind dankbare Gegner. Die wollen, dass man einigermaßen gut aussieht. Die wissen, man streamt. Die Leute wollen was sehen. Machen sie einfach nochmal den Sprung, wenn man den davor schon zweimal das gleiche, also das, den Deflect dann gemacht hat. Machen sie ihn einfach nochmal, um dann noch ein drittes Mal von dem Schlag getroffen zu werden. Das ist, da bin ich echt dankbar für. Vielen Dank. Das speichere ich mir als Video. Toll. Hey, wir haben gewonnen. Nee, haben nicht. Doch, haben wir. Ich bin verwirrt. Victory. Keine Ahnung, warum die Fiendshüterin immer ihren Sprung machen will. Wenn es halt dreimal schief gegangen ist. Round 3. Naja, da kann man aber schnell. Aha, Guardbreaks klappen bei ihm nicht, das verhindert er immer. Nein. Ah, einmal Fehler gemacht wieder. Schwerer Schlag nach einem Parry geht nicht. Das blockt er weg. Muss man leichter machen, glaube ich. Ist auch eine Friedenshüterin bei mir im Team. Welches Level ist die denn? Auch um 8. Die Schelle. Bam. Jetzt habe ich wieder gegen die Friedenshüterin. Mal gucken, ob sie nochmal einen Sprung macht. Nee, diesmal nicht. Schade. Na, die Wand. Au. Reiß die Wand an. Ich mag diesen Schlag. Merkt man, glaube ich, dass ich den mag. Oh, ich glaube, sie hat den. Sie hat ihn. Jawohl. Victory. Und ich dachte, die letzte Runde wird schwierig gegen die beiden. Gegen Friedenshüterin und der Oberer. Liegt er dann doch besser als gedacht. 4-1. Friedenshüterin war cool. So eine Gegner brauche ich auch öfter. Macht Spaß.